So, Freunde, da sind wir wieder bei der Spanner-Party. Ich finde es auch lustig, im ersten Kapitel war das dann mit den Geschenken, im zweiten mit diesen Ansteckern und jetzt ist es irgendwie Vögel mit Kameras auf dem Kopf. Was soll ich da noch großartiges zu sagen, Freunde? Also, ziemlich durchgeknallt. Und wie auch so steht, als würde ich hier gleich irgendwie Hype-Bomben-Jutsu oder sowas machen. Ja, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Irgendwie ein bisschen aufgedreht. Keine Ahnung warum. Passiert halt manchmal, ne? Vor allem im Golfschläger. Also da bin ich aber auf den Kill gespannt. Ach du Scheiß, hier alles so mit Tarn. Ach, wie heißen die Dinger denn? So Tarnnetze. Ach du Scheiße. Wir sabotieren einfach mal eiskalt, wie wir sind. Na, Freunde? Na, wird mir doch cool zugewunken. Alter, was? Ey, Leute, erstmal die Map hier angucken. Also wir sind auf jeden Fall, das ist wieder die allererste Map, die wir ja alle schon durchgehend kennen. Er ist misstrauisch. Oh je. Es tut mir aber leid. Tschö. Alter, warte mal, was hat der für eine Waffe bei sich? Also das ist ja erstmal das erste, vor allem voll den Munitionsgurt, den doppelten. Oh, er wird unsichtbar. Okay. Okay, er hat die ganz normale Pistole in der Hand. Okay, der Golfschläger-Mörder des Todes ist wieder unterwegs. Oh, die sind alle im Haus. Wie krass. Ist denn das? Deswegen bin ich so ein Arsch. Mach die scheiß Tür zu. Nee. Na, Freunde. Was geht ab? Wenn da jetzt einer reingeht. Oh, toll. Das ist so traurig. Ich gehe ins Haus rein und alle anderen gehen raus. Das ist ja wie in echt. Oh, cool. Wir kommen da mal über die Brücke hier drüber. Hier geht's dann weiter. Interessant. Ja, Leute, wie mache ich das jetzt alles? Punkte sind mir ja eh egal. Deswegen, zack. Liegt hier irgendwie noch eine neue Waffe oder so? Nee, auch nicht. Lol, sie haben sich alle erschreckt. So, erstmal hier wieder rein. Wir machen es erstmal wieder ganz gechillt. Und ich sollte mein Fernsehen vielleicht mal ein bisschen leiser machen. Okay. So. Soldat McUltra. Kein Scheiß, stand der hier gerade wirklich. Und der Soldat repariert was. Vernichten. Okay, schlau? Nein. Dumm? Ja. Oh! Au! Ey, das will ich nochmal sehen. Oh my god. What a nice kill. Der war echt lustig, also muss schon sagen. Ich hatte echt schon Angst gehabt, dass es schon alle Waffen so am Anfang war, die man so gesehen hat. Also da ist auch ein Golfschläger. Oh, toll. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Ruft um Hilfe. Warte mal, wo ist denn das? Irgendwo hier? Ich denke, das Kapitel wird schwer genug. Boah, das gibt so dicke Punkte jetzt, ey. Oh nein, was ist hier passiert? Okay, er rafft, dass ich's bin. Wir sehen uns in der Hölle, Freunde. Tschüsseli. Tschüsseli. Oh Mann, das ist ein Insider. Die Lache ist so geil, hört sich an wie von King Orgasmus. Genau, ich will den seine. Oh nein. Ah nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Und. Oh, aus Versehen die Falle ausgelegt. Das wollte ich ebenfalls nicht machen. Und einer versteckt sich. Wo ist das? Hier.
So nicht, Freundchen. Oh mein Gott. Schrankenmord. Dumm. Ah, schade, ich dachte, da liegt ein Hammer. Das wäre auch cool gewesen. Da war gerade so ein Vogel, der gerade weggeflattert ist. Habt ihr gesehen? Gute Kombo. Da oben flattert er. Was ein Scheiß, ey. Es wird als abgedümmter. So, den treiben wir richtig schön in den Wahnsinn. Und er platzt jetzt. Das ist immer, wenn die keine Waffe haben. Und zack mit der Axt. Dezimierung. Warte mal, das Ding habe ich hier kaputt gemacht. Mal ganz kurz verstecken, Leute. Ich würde euch gerne mal den Kill hier mit dem Mixer zeigen. Der ist nämlich sehr cool. Meiner Meinung nach. Schnell verstecken. Vielleicht macht er es ja. Aber da muss man sich auch beeilen, sonst macht man wieder einfach nur den Genickbruch. Och, wie süß. Mit dem Stock. Ach doch, da hatten wir ja dann doch den Kill gesehen. Stimmt ja. War ja im vorletzten Part, glaube ich. Macht der irgendwas eigentlich mal oder rennt er einfach nur durch die Gegend und denkt sich, OMG, WTF? Okay, das ist jetzt ein bisschen langweilig, Freunde, deswegen, ach, nehmen wir mal wieder Basie. Ah, cool. Hat doch was gebracht. Die da hinzulegen. Auch wenn es pure Dummheit war. Okay. Boah, mit den Vögeln Ding. Achso, hier muss man ja gar nicht lang. Voll die Gewohnheit, jetzt schon dahin zu laufen. Okay, die Punkte hatten wir auch erreicht. Wunderbar. Rüber mit uns. Okay, Leute, neues Gebiet. Neues Gebiet. Wie hieß der? Kassi oder Kossi? Kotzi? Ach, von wegen neues Gebiet. Wir sind hier hinten. Entschuldigung. Leute, Entschuldigung. Doch kein neues Gebiet. Es ist Gemeinsamkeit. Boah, scheiße, ey. Aber mit dem Ninja-Bärchen ist schon lustig, dass du einfach so rumlaufen kannst. Okay, wenn ich das jetzt mache, bin ich wahrscheinlich gearscht, aber vielleicht rafft's ja keiner. Okay, scheiße. Wir raffen es natürlich alle. Ja, Mann, richtig gemein. Silber. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Schnell, schnell, schnell. Ist er gerade weggegangen? Ich dreh durch. So, das ist richtig fies gewesen. Die haben da hinten gerade die Leichen entdeckt. Der Soldat hilft ihm bestimmt. Er ist doch ein hilfsbereiter. Ah, perfekt. Oh, er müsste jetzt eigentlich noch leben. Nur um ihn jetzt auszuschalten. Oh mein Gott, ey. Das war wirklich naughty. Okay, die Vögel, die fliegen echt immer weg. Gute Kombo. Ziemlich lustig. Erst erschrecken, dann knicken sie so um, sind total auf vollem Damage und dann hier. Zack. Oh, der hat auch die Uzi. Sieht aus wie ein Akkubohrer, meiner Meinung nach. Ich hätte mir eigentlich echt die Knarre nehmen können, ich Depp. Da ist so ein Vogel. Ey, der fliegt direkt weg. Fies. Unhöflich. So, den nochmal erschrecken. Was sagt die Zeit? Oh Gott. Au! Oh, ich wollte eigentlich mit der Knarre killen. Wieso ging das denn jetzt? Ach, er hat die Falle stattdessen aufgehoben. Hm. Ach, da hinten leben ja noch, ist ja noch eine ganze Meute. Sicher eben erst. Was ist das denn? Wie sieht der denn aus?
Ey, ich weiß nicht, ob ihr das erkannt. So voll die Pornobrille, so eine dunkle. Sieht aus, als würde er jetzt auf irgendein so Gay-Treff oder so gehen. Also nein, ich bin nicht schwulenfeindlich oder so, falls ihr das jetzt schon wieder denkt. Aber das passt auch gerade so, ist irgend so ein Bärchen, also. Ja, Leute, was soll ich zu sagen? Wäre cool, wenn der sich jetzt umdrehen würde. Und wir schleichen hier lang. Sicherheitskasten mal kaputt machen. Hier auch mal eine Falle auslegen. Und ich laufe eh gleich wieder in die eigene rein. Oh mein Gott, er hat sich umgedreht und ist nicht reingelaufen. Wow. Es war so klar. Jetzt sehen die das doch alle. Scheiß drauf. Das sollen sie sehen. Nee, das ist echt... Leute, haltet mich nicht für dumm, dass ich echt immer direkt reinlaufe, obwohl ich sie gerade vor 10 Sekunden gelegt habe, aber man hat dann nur im Kopf, schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin. Und dann ist dein Kopf eigentlich, ja, ausgeschaltet. Wie bei dem hier. Der hat sich nur erschreckt und gedacht, oh mein Gott, was ist das, was ist das? Und sieht nicht, dass genau vor ihm eine Falle liegt. Ey, komm, hilf ihm. Hilf deinem Kamerad. Er geht einfach. Tja, scheiße, wenn man so behinderte Freunde hat, ne? Wildes Fangen! Wildes Fangen! Warum habe ich eigentlich keine Waffe in der Hand? Ich glaube, ich nehme mir aber die Knarre jetzt mal von... Oh nein, er hat ja die Uzi. Hier ist nur ein Basie. Da liegt noch die Falle. Der geht ins Haus rein. Fliegt erstmal auf die Fresse. Und bleibt stehen. Cool. Ach nee, der hat ja auch die Uzi hier. Mach die Tür auf. Oh, Alter, die Steuerung ist so umgekehrt. Also, ganz schlimm. Mehr kann man dazu nicht sagen, ey. Nein, ich will die Waffe wechseln, mein Gott. Ah, er hat eine Knarre. Hä, wo ist er denn noch da? Das gibt's doch gar nicht, wie viel hält denn der aus? Und die Kamera ist irgendwie die ganze Zeit voll am Abspasten. Da, geht's noch, Kumpel? Okay. Das war wohl wirklich der allerbilligste Kill, der je von mir irgendwie gezeigt wurde. Ja, auf die Vögel scheiße ich jetzt mal. Wo müssen wir lang? Hier. Ist jetzt hier Ende oder geht's irgendwie noch weiter? Oder sind wir jetzt wieder bei uns? Ne, okay. Kam jetzt hier hinten wieder raus. Okay, Leute. Die Musik. Ah, mit den Vögeln, ey, die kann wahrscheinlich nur mit der Knarre abschießen. Weil mit Anschleichen ging ja auch nicht so richtig. Ist ja auch direkt weggeflattert. Oh, Trophy! Oh nein, hier bei 4-2 wieder eine Tempo-Herausforderung. Oh Gott. Hat wohl einer Schnupfen. Du hast Folgendes freigeschaltet, Episode 6. Der Friedenswächter. Mhm. Ist klar, Leute. Ist klar. Okay, Part zu Ende. Waren wenigstens ein paar coole Kills. Nee, eigentlich gar nicht. Nein, nicht anmelden. Ey, verdammt. Wenn wir die alle durch haben, kriegen wir auch wieder neue Kostüme. 3 Stück, glaube ich sogar. Nee, Quatsch, nur 1. Ups, ich laber zu viel dummen Kram. Aufstieg von Robobär. Nee, was wird denn da noch kommen, Freunde? Ich würde ja gerne mal hier den DLC spielen. Sieht nämlich sehr lustig aus. Naja, kommen wir noch zu, Leute. Kommen wir noch zu. Ja, Leute, das war es erstmal wieder von Naughty Bear. Und ja, wir sehen uns dann. Entweder hört ihr von mir im Abo-Special, wenn es dann soweit ist. Oder im nächsten Naughty Bear-Part. Also bis dann, Leute. Tschüss.